Hey Freunde, bevor es mit dieser Folge hier losgeht, möchte ich euch unseren neuen Mitarbeiter vorstellen. Er hat sich bewährt und deshalb hole ich ihn auch direkt rein. Okay, Jiko. Ich bin hier. Komm her und reinige. Das Ding ist, der Neue hier im Team kann ziemlich nützlich sein, weil während wir uns hier so ein bisschen auf Sophia vorbereiten, ein paar Möbel verschieben, ein paar Lichter und Kameras einstellen, reinigt der Kollege einfach mal währenddessen den Boden. Das hier ist also quasi sein Zuhause, die All-in-One-Reinigungsstation, in der er sich komplett selbstständig reinigt. Man muss sich also nicht die Hände schmutzig machen. Wasser und Abwasser werden getrennt, die Wischtücher werden gereinigt und getrocknet und sauberes Wasser wird selbstständig nachgefüllt. Ich habe für euch Besuch bekommen. Das waren jetzt nur so ein paar Punkte von den Features. Wer daran Interesse hat, kann sich einfach mal den Link in der Videobeschreibung anschauen. Hier wird jetzt noch rückwärts eingeparkt. Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass der Kollege natürlich auch eine gewisse Ordnung erwartet. Also es ist ein Teamwork am Ende des Tages. Wenn ihr eine ordentliche Wohnung habt, dann wird das hier eure Belohnung sein können. Ihr müsst einfach weniger sauber machen. Wenn ihr jetzt eine unordentliche Wohnung habt, dann wird er sich hier auch an Sachen stoßen. Bei uns hier, wenn hier Kabel rumliegen und alles unordentlich ist, dann ist das auch nicht funktional. Aber wenn wir aufräumen, dann kann hier auch ordentlich sauber gemacht werden mit dem Kollegen. Also checkt es für euch ab. Links sind unten in der Beschreibung. Und jetzt legen wir los. Nochmal eine Klappe und los geht's. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich Sophia Thiel zu Gast. Hello. Wir kennen uns mittlerweile schon ein bisschen. Ne? Wir haben uns über viele verschiedene Ecken immer jetzt mal wieder gesehen. Ja, ich kenne dich eigentlich schon viel länger. Ich schaue schon immer deine Videos eigentlich an. Ich bin so ein geheimer Fan. Und dann hast du mich letztes Jahr zum ersten Mal eingeladen. Genau, haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Richtig. Und da warst du auch noch in einem anderen Studio. Und jetzt nach einem Jahr ist natürlich wieder einiges passiert. Was sagst du? Jetzt bist du einmal hier in den Heiligen Hallen. Das ist sehr schön. Wirklich, ich bin schon neidisch. Also ich glaube, jeder Influencer-Creator wünscht sich so einen Space, wo er irgendwie produzieren kann. Hatte ich auch schon einige Male. Aber da auch was Cooles zu finden. Aber so ist es ja eigentlich. Du musst nur die Kamera anschalten und los geht's. Also das ist wirklich sehr effizient. Ja, also vielen Dank erstmal für die Lorbeeren. Für diejenigen, die meinen Gast heute noch nicht kennen, Sophia Thiel habe ich so oft schon falsch anmoderiert, weil sie möchte nicht mehr als Fitness-Guru und Fitness-Queen bezeichnet werden, sondern sie ist mittlerweile Mental-Coach, kann man das sagen? Ich habe mit vielen Begriffen Probleme, sagen wir es so. Also ich glaube, ich möchte nicht mehr als so die Fitness-Influencerin Deutschlands irgendwie bezeichnet werden, weil man eine gewisse Erwartungshaltung hat. Also das war bei mir schon immer so. Also auch vor meiner Social-Media-Auszeit, wo ich ja voll im Training drin war, hatte ich schon Probleme damit, weil dann denke ich mir, okay, dann erwarten Leute von mir, dass ich jetzt mit einem Sixpack um die Ecke komme. Und wenn das Sixpack nicht da ist, dann denkt man sich, wie jetzt? Ja, wie? Wo ist das Sixpack, Sophia? Das ist da drunter. Das hast du ja, hat jeder Mensch ja eigentlich. Ah, das habe ich auch da drunter. Ich habe Sixpack im Speckmantel. Aha. Und ich mache aber trotzdem bis heute, ich liebe den Sport und mache auch bis heute Bodybuilding und jetzt auch nicht weniger. Also ich bin heute stärker als früher. Bloß bin ich halt nicht mehr so streng mit meiner Ernährung, weil ich natürlich auch auf Social Media meine Ernährung spreche, da das ein sehr sensibles Thema bei mir ist. Und es fällt mir bis heute schwer, mich irgendwie vorzustellen und mich zu bezeichnen. Ich sage einfach, ich habe gewisse Interessensgebiete. Das ist eben Kraftsport, Bodybuilding, dann eben Ernährung, aber auch der ganze mentale Aspekt davon. Also ich möchte nicht mehr der Fitness-Erklärbär sein, der sagt, diesem Trainingsplan und diesem Ernährungsplan folgen ist gleich glücklich sein, weil so, das war mein Learning, ist es halt einfach nicht. Also ein Sixpack oder eine gewisse Zahl auf der Waage hat mich nie glücklich gemacht. Und deswegen spreche ich heute halt viel lieber auch über diese wirklich psychologisch, also mentalen Themen, so offen und schonungslos, wo man vielleicht auch oft ja auf Berührungsängste stößt, weil es ja vieles auch ein Tabuthema ist. Und deswegen würde ich sagen, ich rede gerne über Schwerpunkte, aber wie würdest du mich denn bezeichnen? Ja, du bist eine gute Laune, Frau. Das würde ich mal auf jeden Fall sagen. Ja, guck, genau das. Und auch dieser Ton beim Lachen. Jeder, der Sophia verfolgt, der kennt genau diesen Ton, wo es dann kurz hochgeht. Und ja, du, also für alle, die jetzt gar keinen Plan haben, auch von dem, was du jetzt gerade sehr gut erklärt hast, du bist so wie ich auf YouTube unterwegs, du hast auch diese ganzen anderen Plattformen und bist eine Person, die viele Menschen inspiriert, kamst aus der Fitnessszene, hast dich total weiterentwickelt,
entwickelt. Und ja, ich finde es voll cool, dass wir so diese Connection haben und uns auch abseits dieser Videos immer mal updaten und jetzt aber auch vor der Kamera mal so ein bisschen Recap machen, was bei dir so gelaufen ist. Es wird heute auch mal ein bisschen ernster werden, weil Management-Probleme, da kannst du, glaube ich, auch ein bisschen was zu sagen. Ja, begrenzt, weißt du, ja, kennt sich aus. Im rechtlichen Rahmen. Bevor es losgeht, Freunde, ihr könnt natürlich diesen YouTube-Kanal ganz schnell noch aktivieren, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Und wie du immer dran denkst, ich bin so neidisch, gell? Nee, nie. Das ist wirklich die erste Folge, wo ich es mir so fest vorgenommen habe. Hier ist jetzt auch wieder diese Statistik. Das ist wichtig, diese Statistik, Sophia. Ja. In dieser Statistik sieht man nämlich, wie viele Menschen diese Videos schauen, auch bei dir, aber diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Ja. Weißt du eigentlich, was die Abos überhaupt noch bringen? Auf YouTube? Sag's mir. Leider sehr wenig. Echt jetzt? Ich dachte, dass YouTube war doch immer auch so für uns die Königsdisziplin schlechthin. Ja, und so dieses dass man als Zuschauer abonniert, bringt, also ich habe YouTube intern mal gefragt, so wie sieht es eigentlich aus? Und die Leute gucken halt eigentlich nur noch, die machen die App auf, so wie du und ich, und klicken halt darauf, was cool ist, aber gehen nicht mehr in ihre Abo-Box rein. Das machen ganz wenige, aber die es ernst meinen, die machen das, und wenn die abonniert haben, dann kriegen sie es dort angezeigt oder ansonsten nicht. Die Glocke, die ist aber cool, weil da macht's brrrr und deshalb auch immer die Glocke abonnieren. Aber das merke ich mir zu meinen nächsten Videos. Guck, immer, und du musst es auch dringend am Anfang sagen, weil manche gucken ja manchmal nur so die Hälfte und dann sind sie weg. Und das halt stimmt, Immer mit Köpfchen. Gut. Gut, Sophia, lass uns direkt unangenehm einsteigen. ich habe eine Sprachmemo von dir bekommen, so habe ich gefragt, so was gibt es so für Sachen, die dich gerade bewegen, und du hast gesagt so, ich bin aktuell super happy mit meinem Management. Ich habe den ja auch kennengelernt, den Henrik, und der ist ja mit einigen anderen so, ne, die machen das für dich. Ja, ist ein größeres Team, ja. Genau, aus Hamburg. Wie heißen die? Also einmal ist es eine Mischung, eine lustige Mischung, und einmal aus Streamwork Productions, also mehr TV-lastig. Mhm. Und weil ich mich da auch in Zukunft mehr platzieren möchte, also TV ist, oder generell einfach vor der Kamera sein, auch im Fernsehen, das macht mir ziemlich Spaß. Und dann auch nochmal von dem Gründer von Wacken. Von Wacken? Also wenn du mit mir... Dem Wacken? Wenn du mit mir auf Wacken willst, der Holger Hübner ist einfach Weltklasse. Und das ist sozusagen so eine Kombination draus. Und ich finde die einfach mega, ich fühle mich bei denen richtig wohl. Das ist halt auch so irgendwie, kommt hier auch aus dem Musikbereich, wo ich jetzt eher nicht so unterwegs bin. Sag ich mal, ich kenne mich mit Musik einigermaßen aus, aber ich spiele seit 10 Jahren kein Instrument mehr. Oder über 10 Jahren. Und da bin ich jetzt sehr happy, weil eben generell hat sich bei mir schon immer, gab bei mir bisher immer Dramen. Seitdem ich auf Social Media bin, gab es entweder im geschäftlichen Dramen oder im privaten oder beides. Deswegen habe ich immer wieder schwierige Phasen, wo viele auch auf mich zugekommen sind oder heute sagen so, du hattest doch die perfekte Karriere. Wo ich mir gedacht habe so, also es mag vielleicht von außen so rübergekommen sein, quasi vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket und dann irgendwie Follower und so weiter. Im Hintergrund sah es ja ganz anders aus. Ja, ja. Deswegen, es gab immer wieder so Hoch- und Tiefphasen die ganze Zeit. Und jetzt strebe ich gerade nach meiner Auszeit halt, was früher nicht so war. Früher durfte sich ja bei mir nie was verändern. Ich wollte immer das Gewohnte haben. Also gewohnte Leute um mich rum, gewohnte Routinen, sei es mit meiner Ernährung und meinem Training. Sobald sich was verändert hat, war für mich Chaos. Und jetzt bin ich gerade so, ich will umziehen, neues Management, ich will alles Alte hinter mir lassen und irgendwie alles abmähen und einfach neu anfangen, wie so ein frisches Blatt Papier, was man beschriftet. Eine ganz neue Sophia in einem ganz neuen Umfeld. Lass uns gleich gerne auch noch über die Umzieherei sprechen. Das weiß noch keiner. Das ist auch hier zum ersten Mal, dass ich es kommuniziere. Und dann muss ich natürlich auch durchziehen. Drop es. In welche Stadt wird es gehen für dich? Nee, das darf ich vielleicht noch nicht sagen. Ach, das darfst du noch nicht sagen. Okay. Ja, dann habe ich ja gar keine Spannung mehr, oder? Okay, nee, dann machen wir jetzt einen Spannungsbogen. Ihr könnt ja gerne selber raten. Du hast aber, weil ich weiß selber noch, wie ich angefangen habe auf YouTube, und dann bist du ja erstmal auf dich allein gestellt. Ich hatte zum Glück immer einen starken Mitstreiter, der mich familiär immer unterstützt hat und dann bis heute an meiner Seite ist. Aber darüber hinaus gibt es natürlich etwas, was du als Creator so nicht gelernt hast, und das ist halt dieser ganze Marketing-Kram. Mhm. So, das Ganze muss irgendwie finanziert werden und soll es auch, weil man investiert viel Zeit und Herzblut da rein, und dann muss sich das auch irgendwie am Ende des Tages lohnen. Und da haben aber auch sehr viele Manager in dieser Szene dann schnell ein Auge auf einen und schreiben dir eine Mail, und manchmal sind es auch große Netzwerke, die dich dann irgendwie schnell unter Vertrag nehmen wollen, ganz schnell, so mit super tollen Angeboten. Mhm. Und ich war
so gewarnt vorher und habe immer gesagt, so nee, kommt bei mir nicht in die Tüte. Von wem? Von ganz vielen YouTubern, die selber gesagt haben, so, oh, ich bin auf die Nase geflogen. Ja, da hattest du Glück. Das hatte ich nicht. Das hattest du nicht. Wieso ist das bei dir irgendwie so schiefgelaufen? Also ich muss da sehr aufpassen, weil mich das bis heute verfolgt. Sachen von 2015 hängen mir bis heute im Nacken. 7 Jahre? Ja. Okay, krass. Und wie soll ich sagen? Also ich denke, wenn man da so blauäugig reinfällt, das war ja nie mein Wunsch quasi nach dem Abitur. Jetzt werde ich Influencer und möchte 1 Million Follower haben zum Beispiel. Das war nie mein Plan. Ich hatte einfach gar keinen Plan. Und ich habe das damals ja mit meinem Ex-Freund gestartet. Und dann ging alles eigentlich ziemlich schnell nach den Wettkämpfen, die ich gemacht habe. Und dann lernt man halt auch ziemlich schnell Leute kennen. So. Und dann habe ich auch zum ersten Mal was gehört, so, ja, andere Influencer haben irgendwie ein Netzwerk und auch Management und so weiter. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Jedenfalls lernt man da Leute kennen und am Anfang mag das auch alles total für Sinn machen und denkt sich, ja, genau so und nicht anders. Meine Eltern haben mir aber schon gesagt, obwohl sie nicht aus dem Influencer-Bereich kommen, unterschreib keine Verträge. Und ich so, was soll ich denn schon für Verträge kriegen? Gell? Keine Ahnung. Und was habe ich gemacht? Ich habe Verträge unterschrieben. Und eben, da kann ich jedem eine Empfehlung draußen geben, wenn ihr eben in die Situation kommt, wo viele Verträge unterschrieben werden müssen, sucht euch einen guten Anwalt. Influencer, das ist ja schwer definierbar. Es gibt ja heute mittlerweile eben auch Anwälte, die darauf mehr spezialisiert sind. Damals war das so, wie macht man das? Okay, du bist irgendwie ein Künstler, aber irgendwie mit Influencer-Verträgen. Und das war alles irgendwie so Kuddelmuddel, sag ich jetzt mal. Und jedenfalls habe ich mit Personen damals zu tun gehabt. Das ging dann auch komischerweise. Ich glaube, eigentlich bin ich nicht so ein Mensch, mit dem man sich jetzt irgendwie schnell zerstreiten kann, habe ich das Gefühl. Aber es ist bisher immer verbrannte Erde zurückgeblieben. Und das verstehe ich nicht. Also wo ich mir denke, wieso kann man nie im Guten auseinandergehen, sobald es um irgendwelche, vor allem um Geld geht. Und das finde ich halt super schade. Und da zeigen alle plötzlich ein komplett anderes Gesicht. Und ich frage mich dann immer, wie konnte das jetzt irgendwie so weit kommen? Und bei mir war es so eben, dass ich halt mal mit diesen Unterschriften quasi habe ich sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Das habe ich auch bei unserem letzten Gespräch auch erwähnt und so, weil viele ja auch gesagt haben, ja, die ist jetzt in die Auszeit gegangen, weil sie jetzt genug abgesahnt hat. Mein Vermögen wurde auf eine Summe geschätzt, auf eine utopische. Was waren das? Irgendwie 5 Millionen oder irgendwie? Das ist oder 4,4 habe ich irgendwie so gelesen. Ja, okay. Wo ich mir denke, woher diese Summe? Und zweitens, schön wär's. Und ich habe eben sehr viel Lehrgeld zahlen müssen, weil ich eben diese Verträge blind unterschrieben habe. Was würdest du schätzen? Was hast du verloren? Die Summe sage ich jetzt lieber nicht, weil dann fange ich zum Heulen an. Nee, also mit Geld ist ja auch so, ich habe auch mit Geld, glaube ich, ein schwieriges Verhältnis, weil das war ja auch nie mein Antrieb. Also mein Antrieb war quasi, ich möchte andere Menschen mit meinem Content helfen. Wenn eine Person sagt, eben sie hat mehr Spaß im Sport, ihr macht gesunde Ernährung Spaß und so weiter, alles geschafft. Und ich war nie auf Geld fokussiert. Deswegen habe ich ja auch ganz lange keine Kooperation gemacht, weil du bekommst ja eben als Influencer viele Anfragen rein. Und Sponsoring-Themen und so. Und ich habe halt alle abgelehnt, bis man nur eigene Produkte dann macht. Und das war dann mein eigenes Fitnessprogramm, meine Bücher und so weiter. Und darauf bin ich ja auch total stolz und so. Aber es lief vielleicht nicht alles immer so zu meinem Gunsten. Ich glaube, da kann man sich jetzt einiges drunter vorstellen. Oh Mann, Alter. Ohne, ich möchte doch jetzt hier niemanden anschwärzen, weil letzten Endes muss ich mich da auch mit beschäftigen. Aber das war halt immer das, womit ich mich halt nicht so beschäftigen wollte. Weil ich mir dachte, dafür gibt's ja dann Personen. Ich stehe vor der Kamera, ich mache das, was ich irgendwie gut kann. Und dann gibt's Leute, die sich dann schon darum kümmern werden. Ja, aber ein riesiges Learning. Ja, ein riesiges Learning. Ich habe mit den Lochis mich auch schon mal unterhalten und die haben auch genau dasselbe Problem. Sind da, glaube ich, auch gerade jetzt noch so ein bisschen im rechtlichen Konflikt, weil das dann so Nummern waren, wo dann der Manager irgendwie Privatjetreisen und sowas. Über, für sich selbst. Ja, und dann so abgerechnet hat mit der Kohle, sowas, das hat halt einen super faden Beigeschmack, weil du halt als Künstler das Ding bist, was diesen ganzen Motor im Hintergrund, deine ganzen Auftritte, wenn du Produkte rausgebracht hast und so, du warst die Person, die das Ganze möglich gemacht hat. Mhm. So, und natürlich gibt es im Hintergrund dann auch Menschen, die daran mitverdienen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt heute das Projekt mit dir mache, dann ist das etwas, woran nicht nur ich profitiere, den jetzt die Leute, die Zuschauer draußen sehen, sondern du natürlich als mein Gast, wo vielleicht auch Menschen rübergehen und sagen, hey, Sophia ist cool, aber natürlich auch mein Team dahinter. Also jeder, der in meiner Firma dann Gehalt bekommt, der profitiert auch davon und das ist auch genau richtig und so gedacht. Aber es darf halt nicht
sich zu dem wenden, dass es eine Person gibt, die dann dahin geht, dass sie sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie über Sophia insofern, dass ich irgendwie so Strippen ziehe. Und ja, also ich möchte mich darüber überhaupt nicht beschweren. Ich glaube, für mein Alter und damals und was da noch alles möglich war, brauche ich mich jetzt auch nicht beschweren. Also dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine arme Kirchenmaus war, bin und so weiter. Aber trotzdem könnte ich heute an einem anderen Punkt stehen und vielleicht auch mehr das Gefühl von einer Sicherheit empfinden, sage ich jetzt mal. Und damals wurden schon viel Strippen gezogen, aber weil ich mich, glaube ich, auch in diese Rolle selbst begeben habe. Also wir haben uns damals ja auch noch nicht, gar nicht persönlich kennengelernt, aber damals hat mein ganzes Umfeld zu mir gesagt, ich war eigentlich wie auf Autopilot und ich war eigentlich nur fokussiert auf Training, Diät halten, funktionieren, Content abliefern. So. Und mit dem ganzen anderen habe ich sozusagen ja nichts zu tun gehabt, also musste man ja irgendwo im Hintergrund ja das Ganze regeln und da ist halt dann auch sehr vieles unter den Tisch gefallen. Das hat mich dann auch während meiner Auszeit furchtbar geärgert, weil ich mir denke, hätte ich mich nicht damit beschäftigen können und das fällt mir auch bis heute super schwer manchmal, also einfach mich auch, ich habe auch eine GmbH quasi, mich da wirklich als Geschäftsführerin zu positionieren, weil ich finde, das ist halt auch einfach alles sehr viel Verantwortung und ich habe sie damals einfach gerne auch die Verantwortung abgegeben. Bist du da alleine drin oder sind da noch andere Leute drin? Okay, das ist jetzt deine eigene Firma, genau, über die alles läuft, was du so treibst. Ja, genau. Und natürlich jetzt Unterstützung eben auch vom Management und das erstmal auch wieder aufzuräumen, das war halt auch eine Riesenarbeit. Boah. Ja, du, also Buchhaltung, das sind alles Sachen, die muss man auch abgeben, um richtig funktionieren zu können. Ja, das war auch so witzig, da hat auch einer gesagt, irgendwie ja aus sicherer Quelle weiß ich, dass Sophia im Knast war. So quasi, als ob ich da... Jetzt haben wir schon mal den Titel fürs Video heute. Ja, also wirklich. War Sophia im Knast. Einer der besten Kommentare. Wahnsinn. Sophia, ich habe während der Auszeit aus sicherer Quelle weiß ich, dass sie im Knast ist. Aber auch da hatte ich sogar einen Zwischenfall. Das hätte auch beinahe so passieren können. Wie? Ja, ich... wie soll ich sagen? Jetzt überleg gut, wie du sagst. Eine wichtige Information ist über einen viel zu langen Zeitraum nicht zu mir durchgedrungen. So eine Rechnung oder was? Ja. Eine offene Rechnung, weil ich einfach nicht davon informiert wurde. Und dann kam es quasi, kam ein Schreiben zur Zwangsvollstreckung. Holy shit. Und dann dachte ich mir so, hallo, ich weiß nichts davon. Und dann habe ich Gott sei Dank in dem Verlauf auch meine neue Anwältin, mit der ich sehr happy bin, kennengelernt und haben es dann auch alles regeln können. Aber da denke ich mir erstmal, hoppala, was ist denn jetzt hier los? Ja, ja, klar, so Zwangsvollstreckung ist eine ganz üble Nummer. Habe ich aber auch schon mal erlebt, dass bei mir so ein, zwei Dinger, da würde ich es nicht mal auf jemand anderen schieben. Da würde ich wirklich sagen, so, okay, ich habe wirklich so ein, zwei Rechnungen wirklich gar nicht beachtet, so ja, Briefe, nee, wo ich dachte, ach, die schreiben mir einmal im Jahr, um mir zu sagen, dass alles gut ist so und wir die Beiträge erhöhen, ja, in Gottes Namen, ihr zieht es ja sowieso ein. Ganz genau. Und dann ja, gab es mal, aber wenn du da anständig anrufst und sagst, hey, hört mal zu, das Geld ist jetzt in der Sekunde schon überwiesen, können wir das irgendwie regeln, dass keiner mit dem Giebel irgendwie hier meine Tür aufbricht. Ja. Aber den Film hat man dann schon im Kopf, ne? Ja, voll. Oh Mann, okay. Das heißt, ich hänge gerade noch so ein bisschen an dem Punkt, dass Menschen sich über dich irgendwie schon seit Jahren, jetzt fast ein Jahrzehnt, den Mund so ein bisschen zerreißen. Und gerade, ne, du hast dieses Auf und Ab so beschrieben. Mhm. Und wenn es aufgeht, dann ist ja cool. Dann, ne, sind auch irgendwie alle cool. Und du hast aber jetzt schon nur mehrfach auch erlebt, wie es sich anfühlt, wenn es runtergeht. Wie gehst du damit um, wenn dann jemand behauptet? Und das hören ja dann auch, das ist ja das Schlimme bei all diesen Fake News. Das hört ja dann nicht einer, sondern das hören dann direkt viele Menschen. Und oftmals erreichst du dann nicht alle diese Menschen, um die Wahrheit irgendwie aufzudecken. Mhm. Und das heißt, es wird auf jeden Fall Menschen geben, die da draußen rumrennen und sagen, übrigens, über Sophia weiß ich aus sicherer Quelle, die Frau war im Knast. Ist doch gar nicht mehr so ein schlechtes Gerücht, oder? Ah, das ist doch hart. Das ist nicht so gut. Also nee, also vor allem, wenn die Medien berichten, sowas kann man nie aufhalten. Und man kann es auch nie wirklich so 100% beeinflussen, dass es immer positiv ist. Also man sagt schon irgendwie so, ja, wäre cool, wenn irgendwie das hervorgehoben wird und jetzt nicht irgendwie ein negatives Thema draus gemacht wird. Aber letzten Endes hat man es dann auch irgendwie nicht in der Hand. Und ja, aber ich meine, dass es Negativberichte gibt, wenn irgendwas schiefläuft, das passiert. Du hast mir auch schon mal gesagt, dass du selber auch nicht fehlerfrei warst, das gar nicht über dich sagen würdest. Und wenn dann jemand sich darauf stürzt, weil du bist gerade da oben, und dann verstehe ich auch, dass das Interesse so groß daran ist, diese Negativnachricht noch viel größer zu machen. Mhm. Aber die hat ja wenigstens einen wahren Kern. Mhm. Wie gehst du mit
Fake News um. Vielleicht hast du einen Tipp für mich, weil ich glaube, die Dinger, die du erlebt hast, sind noch viel fetter. So, es wird sich über deine... Das ist doch ein gutes Stichwort. Bei mir ging es nämlich immer nur um meinen Körper. Genau, es wird sich immer um dein Gewicht irgendwie das Maul zerrissen. Bis heute, story of my life. Die Leute schätzen, wie viel Kilo du zugenommen hast. Aber das sage ich ja heute offen. Ja, ja, okay, aber das ist die Methode, mehr offen sein? Ja, ich glaube, manchmal ist eine gute Methode Angriff quasi, weil ich habe gemerkt, seitdem ich aus der Auszeit wieder zurückgekommen bin, habe ich irgendwie weniger Hate als vorher. Weil vorher, wenn du dich als unfehlbar positionierst, quasi ja irgendwie Training ist leicht, Diät ist leicht, irgendwie Abnehmen ist leicht, so weiter, dann habe ich das Gefühl, dass Hater nach irgendeiner Schwachstelle bohren und suchen. Also quasi, man kann es ja nie recht machen, so, wenn du mal in Form bist, dann bist du sowieso auf Testo und so weiter, was willst du ja eigentlich, und wenn du zugenommen hast, aha, du hast zugenommen und sozusagen bist nicht diszipliniert genug. Und dann habe ich ja sozusagen nach dem wunden Punkt gesucht, und nach meiner Aussage habe ich meinen wunden Punkt in die Kamera gehalten. So, ja, okay, ich habe eine Essstörung, das ist so und so passiert. Ich spreche auch offen über Essanfälle, also da muss ich jetzt nicht immer eine Triggerwarnung vorher auch rausgeben, aber habe ich dann nach einer Talkshow, ich war bei einer Talkshow, und das Thema war, wie viel Gewicht hat unser Gewicht? Und dann auch in der Runde habe ich dann gemerkt, keiner wollte sagen, wie viel Kilo er hat. Und dachte ich mir, wieso tänzeln jetzt alle hier so um das Thema? Eine Frau darf man auch gar nicht fragen, wie viel sie wiegt. Das ist so bin ich aufgewachsen. Das ist irgendwie... Hast du das Video mitbekommen, was ich gesagt habe? Nee, aber dann schätzt du mal, wie viel ich wiege. Darf ich das? Natürlich. Nein, wie gesagt, das ist alleine schon so ein emotional behaftetes Thema. Und mit dem hatte ich auch so ein Problem, dass ich mich irgendwann nicht mehr getraut habe, früher auf die Waage zu steigen. Ja. Weil es entweder meinen Tag gerettet hat, so abgenommen, oder versaut hat, oh mein Gott, zugenommen. Aber was sagt denn das Gewicht? Das definiert ja nicht deinen Wert. Und jeder Mensch, es können zwei gleich große Menschen dastehen, mit gleichem Gewicht, können aber unterschiedlich aussehen von den Körperformen. Komplett, habe ich schon die größten Wunder erlebt. Eben. So. Und dann deswegen versuche ich halt auch, das ist auch für mich, ich schmeiße mich immer manchmal auch unterbewusst selber ins kalte Wasser, wenn es dann soweit ist, und ich denke mir so, oh, jetzt mache ich wirklich das Video, wo ich jetzt darüber spreche, warum tue ich das eigentlich? Aber dann letzten Endes, dann wird vielleicht darüber berichtet, wie zum Beispiel Schock, so viel wiegt Sophia Thiel, und dann denke ich mir so, ja, Mai, und was passiert jetzt so? Ich glaube, es gibt wichtigere Themen auf der Welt als jetzt mein Körpergewicht. Und ich habe damit einigermaßen Frieden geschlossen und versuche mich auch nicht mehr zu verstecken. Deswegen gehe ich auch heute offen mit meinem Körper um und zeige ihn und sag diese ganzen Daten. Ja, ich finde es, ich sag dir ehrlich, ich finde es mega. Ich habe bei Frauen habe ich immer so das Ding von nach dem Alter fragen, ist irgendwie gerade so bei den Damen, die irgendwie noch mal 10 Jahre älter sind als du, da wird so grenzwertig, so von dem, was ich einfach mitbekommen habe. Weil ich du kennst mich, ich bin so ein Typ, ich frag frei raus. So, wenn du mich was fragst, dann denke ich mir auch so, ja, warum soll ich es dir nicht erzählen? Und genauso denke ich halt, frage ich die Leute auch. Aber das sind so die zwei Sachen, wie viel jemand wiegt. Das ist mit Männern aus meiner Erfahrung halt irgendwie leichter. So, die weiß ich nicht, da ist gesellschaftlich nicht so ein Pressure drauf. Und wenn es aber um das Gewicht von einer Frau geht, dann würde ich immer erst sagen, so, ach, willst du wirklich darüber reden? Bist du dir ganz sicher, dass du darüber reden willst? So, oder, Nee, bei Männern ist, glaube ich, auch so, wenn sie zu leicht sind, so, keine Ahnung. Stimmt, das ist auch ein Punkt, ja. Und bei Frauen, klar, wenn sie zu schwer sind, als ob das was Negatives wäre, aber du kannst ruhig loslegen. Okay, ich schätze, dass du... Einfach ehrlich, ich habe damit kein Problem. Nee, ich bin bei Schätzung will ich immer richtig liegen. Ich habe hab nämlich mitbekommen, dass der Flying Uwe, ne? Der Flying Uwe! Ja, ich habe gesehen, dass der Flying Uwe durchtrainiert wie sonst was. Er ist jetzt nicht der riesigste, ist, glaube ich, so 1,80 groß. Ja. Und der wiegt aber, glaube ich, nur 85 Kilo. Obwohl der halt wirklich so ein Kreuz hat und so ein Monster ist. Und ich dachte mir, Wahnsinn, du wiegst 10 Kilo mehr als ich. Also das ist wirklich, also das ist krass. Ich habe mich, dann habe ich mich auch gefragt, so, okay, woher du wiegst 75? Ich wieg 75 Kilo. Ich würde fast schätzen, dass wir gleich viel wiegen. Oder du zwischen Uwe und mir bist. Irgendwie sowas. Ich glaube, die Leute, die es jetzt schon vielleicht mein Video gesehen haben, die lachen jetzt wahrscheinlich. Ja, vielleicht hast du auch, du hast Muckis, das wiegt auch viel. Ja, doch, du hast wirklich Muckis. Ja, wirklich, also das ist krass. Ja. Ich wiege 90 Kilo. 90, okay. 90. Wie groß bist du? Ich bin 1,72. Ja, du bist auch, für eine Frau bist du so überdurchschnittlich groß, ne? Naja, geht. Aber das ist so, ich habe mich noch nie in meinem Leben leicht gefühlt. Also einmal, ich komme mir schon immer irgendwie schwer vor, keine Ahnung warum. Und das ist auch so, also
Also bei meinem ersten Bodybuilding-Wettkampf habe ich knapp 50 Kilo gehabt und dann 2018, da war zwar kein Wettkampf, aber wo ich jetzt sehr definiert war, habe ich immerhin auch noch 68 Kilo gehabt, also fast 70. Und dann, ich weiß nicht genau, ich bin halt einfach, glaube ich, immer einfach, ich bin halt keine leichte Frau. Und ich habe auch keine Feenstatur. Wie ist das mit diesem Body Mass Index? Ich habe das als Teenager mal verfolgt. Der Baby? Ja, genau. Hatte ich meine Zeit auch so im Fitnessstudio und dann habe ich immer mal geguckt und dann das aber voll aus dem Auge verloren. So mein Körper-Selbstgefühl war mir irgendwann wichtiger, weil das hat für mich im Sport und beim Basketball halt eh nichts bedeutet. Aber mit 1,72 und 90 Kilo gilt es dann schon irgendwie so als übergewichtig, laut Body Mass Index? Ja, also ich bin schon im oberen Bereich, wobei der ja eigentlich hinfällig ist, wenn du jetzt zum Beispiel ja auch Kraftsport machst. Hm. Und das sind ja alle Bodybuilder quasi im roten Bereich, weil sie zu schwer sind für ihre Körpergröße. Ja. Deswegen halte ich vom BMI eigentlich gar nichts. Ja, das ist mal wichtig von jemandem wie dir zu hören, weil viele Kids da draußen orientieren sich ja auch daran. Ich habe allein in der Schule, wo wir das gemacht haben, das ist ja Psychoterror schlechthin, da fängt es ja schon an. Also wenn man sich schon eh in seinem Körper unwohl fühlt, dann macht man das mit seinen Schulkameraden, diesen BMI, und sagt, ha, guck mal, meiner ist weniger, meiner ist mehr. Was bringt das? Also ich finde diese Bemessungen, finde ich halt jetzt heute aus mentaler Gesundheitssicht halt höchst kritisch. Also vor allem solltest du jetzt auch, deswegen machen ja auch viele Sport und so weiter, weil sie halt primär ihren Körper manipulieren wollen, weil sie halt auch irgendwie in Kleidergröße 36 passen wollen, weil sie eben denken, sie müssen vielleicht, als, so wie ich ganz am Anfang, ich dachte, ich muss als Frau 50 Kilo wiegen, weil viele Models 50 Kilo haben. Und dann denke ich mir halt so, woher kommen diese Zahlen? Und du machst dich damit halt auch schnell, kannst du in ein sehr ungutes Fahrwasser hineinrutschen, weil dann denkst du, ich muss meine Ernährung aufpassen, ich muss jetzt mal irgendwie mehr Sport machen und so weiter. Und das kann halt auch sehr destruktive Richtung gehen, wo ich mir denke, wenn du einfach Spaß am Sport hast, weil dir Lebensqualität schenkt, weil du dich wohler in deinem Körper fühlst, vielleicht besser schlafen kannst, dich besser konzentrieren kannst, weniger Wehwehchen hast, und dass du das Ausgleich für dich siehst und dann auch noch Bock an einer Ernährung hast, die dir halt auch gut tut. Also jetzt nicht irgendwie nur noch clean oder einfach eine gute Mischung für dich selbst findest, dann ist sowas, was der Körper dann macht, echt das positive Nebenprodukt davon. Ich finde, das ist halt sehr, sehr viel wichtiger, weil wenn man immer nur auf diese optische geht und auf diese krassen Zahlen, also mich hat's kaputt gemacht. Punkt. Ich glaube, da bist du nicht alleine mit. Ist es sehr ehrlich, dass du das so auf den Punkt bringst, weil ich glaube, das ist auch das, wo ich dran mich so störe, dass jede Statur anders ist und dieser Body Mass Index zumindest in dieser Zeit des Fitness-Hypes als das Nonplusultra für die Gesamtbevölkerung erstmal so genommen wurde und das, worum es dort eigentlich grundsätzlich geht, weil du kannst da sehr viel Sinnvolles vielleicht auch rausziehen, zum Beispiel, wenn du merkst, okay, ich habe von der Statur her, ich bin wirklich einfach Durchschnittsmensch, gehe vielleicht einmal die Woche ein bisschen zum Sport, ein bisschen joggen oder so und möchte irgendwie einschätzen, auf eigene Faust, ohne einen Arzt, bewege ich mich in einem gefährlichen Rahmen von meinem Gewicht. Mhm. So, dann kann ich da einfach meine Körpergröße und mein Gewicht eingeben und kriege ein erstes Ergebnis. Das ersetzt aber nicht diese Einschätzung von, bin ich gesund, so wie ich bin? Weil jeder Arzt, der dich so sieht, auch wie du heute bist, so, ich glaube, ich bin mir sogar fast sicher, dass ein Arzt, der dich heute so sieht und so dich auch mal diesen mentalen Fokus noch dann so drauf tut, der wird am Ende vielleicht sogar sagen, dass die Sophia, die heute hier sitzt mit 90 Kilo, die gesündere eventuell ist im Vergleich zu der, die durchgeschreddet und voll in Shape, aber hier oben halt langsam Matsche, so dass sie irgendwann sagt, okay, ich bin raus aus dem ganzen Ding. Ja. So, ich glaube fast, dass jeder Arzt sagen würde, ey, so wie du bist gerade, ist vollkommen cool. Du bist eine fitte, sportliche Frau und der BMI sagt dir, ja, okay, also du bist übergewichtig. Das ist einfach eine total verzerrte Welt, weißt du? Ja, ich war auch bei diesem, ich habe mein Körpergewicht in Kombination mit so einem Fitness-Check-up gemacht, also rein Interesse halbe so, wie leistungsfähig bin ich, wie viel Muskelmasse habe ich, wie viel sozusagen wiegt mein Skelett, wie viel Wasser habe ich im Körper und so weiter. Und das fand ich irgendwie total interessant. Aber da hat der Arzt auch gemeint, quasi, wenn man jetzt im Sinne von Körperfett spricht, und das ist ja in unserer Gesellschaft so fast schon das Wichtigste, weil ja das sozusagen die Ästhetik ausmacht, hat er schon gemeint, dass ich eher so halt im oberen Bereich bin. Aber da denke ich mir halt so, ich bin halt für mich persönlich im Heilungsprozess. Und wenn wir darüber gesprochen haben, wie mein Alltag früher war, ich habe mir dadurch ja auch meinen kompletten Hormonhaushalt so mehr oder weniger kaputt gemacht, weil ich halt mit mir immer sehr streng umgegangen bin und ich habe meine körperlichen Signale halt stark ignoriert.
Also das ist ja auch so die Frage, die ja auch mir auch am meisten angekreidet wird, quasi mit meinem Fitnessprogramm und so weiter. Ich habe da nur positives Feedback bekommen, weil ich nach außen hin immer bessere Tipps empfohlen habe, wie man mit sich selbst auch umgeht, als wie ich mit mir selbst umgegangen bin. Also zum Beispiel zu dir würde ich auch sagen, zum Beispiel, wenn es dir nicht gut geht, so, ach komm, nimm dir doch mal eine Zeit ein bisschen für dich, so kann ich dir was Gutes tun, wir buchen jetzt eine Massage und so weiter. Und ich würde alles tun, dass es dir quasi besser geht. Aber ich kann mit mir auch bis heute manchmal nicht so gut wie mit einem Freund umgehen, weil ich dann denke, jetzt reiß dich zusammen, blöde Kuh, so, jetzt bist zwar müde, aber jetzt ballerst du dir irgendwie einen Kaffee rein und machst weiter. Oder irgendwie, wie, du hast jetzt irgendwie Schmerzen, dann machst ein Ibo und dann geht's weiter. Also das ist halt bei mir so die Schwierigkeit. Das heißt, der Vorwurf war, du hast Ratschläge gegeben und Programme verkauft mit Regeln oder Weisheit, die du selber in deinem Leben gar nicht so umgesetzt hast. Ja, also es ist quasi ganz plump gesagt, was manche geschrieben haben, ob sie jetzt mit dem Programm quasi auch eine Essstörung kriegen. Was ja totaler Schwachsinn ist, wenn man sich auch damit beschäftigt hat oder mal reingeguckt hat, worum es geht. Da geht es eigentlich darum, dass man von null mit Bewegung, mit Sport anfängt, also muskelbasiert, kraftsportbasiert, und dass man Spaß an einer natürlichen, unverarbeiteten Ernährung gewinnt. Also wirklich von null anfangen. Bei mir war es ja so, war ja nicht mehr bei null, sondern ich habe halt irgendwann jeden Tag trainiert und bin mit mir halt umgegangen wie mit einer Maschine quasi. Es muss nicht schmecken, es muss funktionieren. Und da habe ich dann halt meine Rechnung dafür bekommen und wusste halt nicht, warum ich bei mir selber nicht sanft sein kann oder irgendwie wohlwollend. Ich habe immer gedacht, ich darf nicht versagen, ich muss hier ein Vorbild sein, und das hat dann, und eine Essstörung bekommt man jetzt nicht, wenn man einem Ernährungsplan folgt. Bei einer Essstörung gehören viele verschiedene Aspekte mit dazu. Oh, da habe ich eine harte Frage, Achtung. Ja. Wie gehst du selber damit um, wenn Menschen heute sagen, dass sie wegen irgendeinem Programm von dir damals eine Essstörung entwickelt haben? Also da hatte ich sogar mal ein Interview deswegen, dass sich mal eine Person dazu geäußert hat. Sonst habe ich dazu auch noch nie was gehört. Die Person habe ich auch nie aufgefunden. Und es wurde mir einfach unterstellt, wo ich mir bei gedacht habe, dann schickt mir bitte den Kontakt von der Person. Weil es eigentlich nicht sein kann, weil diese Trainingspläne ja auch einfach, die kursieren auch im Internet. Es ist ja ein eigenes quasi, wie oft mache ich das? Und Training allein ist ja auch eigentlich was Gutes, Sport für den Körper. Und bei der Ernährung haben wir weder Kalorien zählen lassen, noch krasses irgendwie abwiegen und so weiter. Es kann nicht sein. Und das ist, damit wurde ich schon konfrontiert mit der Frage. Aber bei einer Essstörung gehören viele Aspekte mit dazu. Einmal hat es ja sehr viel mit dem Thema Selbstwert zu tun. Dann habe ich auch Mobbing-Erfahrungen gemacht, was natürlich auch mein Selbstwert beeinflusst hat. Dann hatte ich mein Umfeld. Damals war es nicht sehr förderlich, sage ich jetzt mal, und hatte viel zu hohe Ansprüche an mich selbst und bin mir auch noch mit mir selbst schlecht umgegangen. Also es muss wirklich sehr vieles zusammenspielen, dass irgendwann das Fass zum Überlaufen kommt und dass es sich so wie bei mir in eine handfeste Essstörung entwickelt, weil ich das über Jahre sich verschlimmert hat, weil ich immer wieder versucht habe, dagegen anzukämpfen, aber dagegen anzukämpfen und noch mehr Kontrolle auszuüben, hat es, also verschlimmert es meistens nur noch. Also da kann ich sagen, diejenigen, bei denen das sein sollte, die können sich gerne bei mir direkt auf Instagram melden, dann können wir schreiben. Also ich bin da total offen dafür, aber das hat meistens einen anderen Hintergrund. Und mein Programm ist so sanft, alles, was ich mache, auch meine Bücher und so, das ist unmöglich. Also das ist. Gibt's denn heute noch ein Programm von dir? Hast du das irgendwie nochmal geupdatet oder gibt's so zur heutigen Version von dir passend mit dem Mindset irgendwie einen Fitness? Also ja, damals haben wir das Programm ja 2015 gemacht und da war das, weil da die Fitnessprogramme alle sehr neu waren, war halt der Aufhänger halt abnehmen. So, was natürlich auch viele Menschen bis heute gerne wollen, aber von diesem Abnehmen-Gedanken in 12 Wochen so dahin kommen, wollte ich wegkommen. Deswegen heißt mein Programm jetzt Healthy Inside Out und ist nicht an 12 Wochen da sozusagen Programm geknüpft, weil ich auch keine Zeitangabe machen wollte. Es sind neue Workouts mit drin, ganz viele, und neue Rezepte, die man auch unterwegs quasi, wie zum Beispiel Vorsuppe. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Wir gehen nach dem Video noch was essen, damit wir auch noch ein bisschen privat quatschen und können. Und Leo wusste nicht, was Vorsuppen sind. Ja, Leute. Ich weiß es nach wie vor nicht, also das muss ich zugeben. Ja, also quasi gesunde Rezepte, weil ich bin ja früher nie essen gegangen. Mhm. Also wusste ich nicht, was ich außerhalb essen könnte, weil ich mich nie getraut habe, weil ich so
verkrampft und kontrolliert war und nur meine eigenen abgewogenen Sachen gegessen habe. Heute gehe ich ja regelmäßig auswärts essen und da gibt es ja auch zum Beispiel eben neben asiatisch Sommerrollen und Pho-Suppe, was ja auch irgendwo clean sein kann, mit Reisbandnudeln, dann kannst du da Tofu oder Hühnchen reinmachen, Gemüse mit Brühe und so weiter. Kannst du entweder zu Hause machen oder hast du halt auch die Option, außerhalb sowas zu bestellen, damit man halt das Leben genießen kann, weil es gibt kein Schwarz-Weiß und die absolute Kontrolle macht auch irgendwie keinen Spaß, sondern muss ja auch irgendwie im Alltag das integrieren können. Und deswegen haben wir da eben auch meine neuen Lieblingsrezepte eingebaut. Boah, super, ja. Boah, Wahnsinn, auf den Punkt. Also wenn euch das interessiert, schaut doch sehr gerne mal vorbei. Wo wir gerade bei Leben genießen waren, ich würde sehr gerne mal mit dir über Fleisch reden, weil Fleisch ja gerade so in diesem Fitness-Kontext irgendwie voll relevant ist, so, weil super viele Proteine, wenn du das richtige Fleisch isst, so Hähnchen beim Salat habe ich irgendwie immer gelernt, so voll gut, voll wichtig und lieber naturell, also auf so einer Art und Weise erstmal sauber ernähren und wenn du dann sagst, du kommst an dein Limit, dann fängst du an mit Nahrungsergänzungsmitteln. Jetzt gibt es aber die andere Perspektive, dass Leute sagen, okay, jedes Stück Fleisch, was du isst, damit pusht du dieses Thema Klimawandel noch immer weiter und da wollte ich dich fragen, wie machst du das, weil du stemmst ja richtig auch Gewichte, ne? Das macht dir Spaß nach wie vor und damit die Muskeln aber auch nur ein bisschen wachsen können, brauchen die Futter, ne? Ja, also ich glaube, da macht man sich jetzt ein großes Fass auf, weil jeder da seine eigene Ernährungsphilosophie hat. Mhm. Also ich glaube, es gibt auch, man kann mittlerweile, glaube ich, auch den Körper erreichen, er möchte auch Muskeln aufbauen mit, also auch ohne Fleisch. Also das ist auf jeden Fall so, da gibt es ja auch schon coole Beiträge dazu, wie Game Changer und so weiter. Es hat natürlich so, aus welchen Gründen macht man das, muss man, glaube ich, fragen. Macht man es so, und irgendwo stirbt man, finde ich, irgendwo ein Tod. Also sei es eben auch, wenn du jetzt sagst, eben bei der, wenn die ethischen Hintergründe quasi, dann stirbst du ja quasi diesen Tod, wenn du jetzt irgendwie Fleisch isst, aber auch wenn du dann, oder quasi diese ganze Klimasache, also das ist irgendwie schwierig. Ich esse Fleisch, ich versuche es aber zu minimieren, da kaufen halt Biofleisch und ich denke aber, wie gesagt, dass man es auch mit pflanzlichen Quellen, sei es irgendwie Linsen, Hülsenfrüchte, Bohnen und so weiter, Tofu, Seitan auch super gut abdecken kann, da gibt es ja auch coole Rezepte. Und dann denke ich mal, also es geht dieses Clean Eating oder die Ernährungsumstellung, das waren so viele Themen, die du gerade gesagt hast, das sind mir jetzt gerade überfordert, wo ich anfange. Also einmal, klar, Clean Eating ist super für den Körper, weil dann kann er sich auch Raw-Ernährungssachen auch einstellen. Das wäre ohne Fleisch. Clean Eating ist ohne Fleisch. Nein, geht auch mit pflanzlichen Proteinquellen quasi. Clean Eating ist ja quasi, dass die Lebensmittel so wenig wie möglich Verarbeitungsschritte hinter sich haben. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du isst jetzt mal irgendwie eine Portion Linsen statt deinem Steak, hast du klar eine andere, auch hast mehr Kohlenhydrate mit dabei. Aber ich denke, viele Wege führen nach Rom. Und das heißt nicht, dass wenn du Muskeln aufbauen willst, dass du Fleisch essen musst. Das denke ich nicht. Okay. Wenn man aber sozusagen Fleisch isst, dann kommt natürlich die Klimafrage mit dazu. Wir haben ja vorhin auch gesprochen, eben auch, weil ich mit Zug gekommen bin und mit Fliegen und so weiter. Fleisch ist natürlich eine enorme Belastung. Ich versuche es ethisch irgendwie mit meinem Gewissen zu vereinbaren, also indem, dass ich Biofleisch kaufe und das darf dann auch teurer sein. Wir frieren es dann meistens ein und nehmen es dann nach Bedarf. Ich bin sowieso mehr eigentlich nur auf süß. Also ich mache mir eigentlich nur Süßspeisen die ganze Zeit, warum auch immer. Und das ist dann halt meistens Sojajoghurt mit irgendeinem Proteinpulver. Ich habe normales zu Hause, aber auch vegan. Und mische das einfach so durch. Also ich denke, also ich bin halt wirklich da jetzt eher auf meine Essstörungsheilung fokussiert, dass ich sehr intuitiv versuche, da vorzugehen, weil damals, wo ich so strikt nach Plan gegessen habe und dachte, so muss das sein, weil ich muss irgendwie abnehmen, ich darf nicht viel Körperfett haben, ich muss jetzt irgendwie viel Muskeln aufbauen, da habe ich gefühlt nur Tier konsumiert. Und da habe ich mir auch gedacht, das kann ja nicht sein, dass du jetzt irgendwie in der Früh schon irgendwie Eier isst und dann mittags Hühnchen, abends Steak und dann irgendwie noch Thunfisch und ja, du, ich verstehe es total und ich finde aber genau darum geht's. Also da repräsentierst du, glaube ich, ein sehr fortschrittliches Bild, auch wenn das vielen Menschen nicht ausreichen wird, dass du dich von diesem Punkt, wo du täglich irgendwie Tierprodukte am laufenden Band konsumierst, hinentwickelst zu so einer, ich würde das als Flexitarierin bezeichnen, so flexible Vegetarierin, wo du mal so einen Tag hast, mal so einen Tag hast, und vor allem auf die Qualität des Fleisches achtest. Wobei, es gibt ja auch keine humane Schlachtung.
Also nee, es gibt, nee, wenn Schlachtung ist Schlachtung. Das muss ja, man. Eben, also ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Ich bin halt damit aufgewachsen und ich weiß, dass es ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten halt von Menschen ein Mittel ist, um sich so zu entwickeln, wie wir uns irgendwie entwickelt haben, und es in einem fairen Rahmen ablaufen kann, aber auch immer was Brutales hat. Also du nimmst auf jeden Fall ein Leben dafür, dass du dich so ernähren kannst. Ich habe selber, als ich ausgezogen bin, da war das finanziell eine sehr angespannte Zeit für mich. Da weiß ich, haben wir einen Sommer lang haben wir immer gegrillt mit unseren Freunden, so wirklich jede Woche zweimal oder so. Und es war aber jetzt nicht so viel Geld da, dass wir sagen konnten, okay, wir holen uns noch zusätzlichen Salat und dieses und jenes, sondern es war wirklich nur Fleisch und Brot. Und dann war das auch nicht das Beste, sondern es war wirklich so ein günstig vom Discounter. Und ich habe wirklich nach 2-3 Monaten was durch. Also ich habe dann wirklich, glaube ich, 3 oder 4 Monate lang gar nichts essen können, wollen an Fleisch, mich auch gegen leckeres, gut gezüchtetes Fleisch total gewehrt und habe da einen Break gebraucht und bin jetzt genau an diesem Punkt, dass ich sage, ey, mich interessiert das schon, wo das herkommt. Ich bin nicht so kategorisch, dass ich sage, hier kommt nichts mehr auf meinen Teller, so, aber ich versuche das einfach Step by Step irgendwie zu reduzieren. Ich bin super froh über diese die Austauschmittel. Es gibt vorne im Supermarkt jetzt immer diese Würste, die jetzt wirklich, also wirklich, wirklich so schmecken wie meine Fleischwurst aus der Kindheit. Und das ist halt saugeil, weil die tausche ich liebend gerne aus. Da gebe ich auch gerne heute mehr Geld für aus. Mhm. Ich denke mir aber auch auf der anderen Seite, wenn ich das nicht ausgeben könnte, weiß ich nicht, ob ich diesen Change so machen könnte, dass ich sage, okay, ich bezahle jetzt einfach mal das Doppelte für die vegane Wurst wie für die normale. Dieses Umweltthema treibt mich schon ein bisschen um. Ich habe schon mitbekommen, dass du selber autotechnisch auf E umgestellt hast, ne? Ja, also eigentlich von Anfang an. Also klar, dazwischen hatten wir auch mal haben wir Leasingverträge so. Aber ich habe seit 2016 habe ich ein E-Auto und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich denke ja bei der ganzen Umweltfrage, ich würde mich jetzt hier nicht als die Nachhaltigkeitsqueen bezeichnen, weil wo fängt man denn da an? Also allein, was ich jetzt hier beim Körper trage, dann, keine Ahnung, Haarpflegemittel und so weiter. Man hatte überall, also man weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, quasi Dinge zu hinterfragen und zu kritisieren. Bei E-Autos ist ja auch so mit der Entsorgung der Batterien dann auch quasi, es ist irgendwie schwierig. Ich denke schon irgendwie viel drüber nach, aber irgendwie muss man sich ja dann fortbewegen von A nach B, irgendwie Transportmittel, und dann drückt man dann halt irgendwie Auge zu, aber die Gedanken sind trotzdem im Hinterkopf. Ja, ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft auch einfach noch um einige Schritte verändern, und wir beide sind aber nicht die Profis auf dem Gebiet. Ich überlasse das sehr gerne anderen, und wenn es dann so Produkte gibt, du hast diesen neuen Tesla Pro Rennwagen XYZ, wie heißt der? Achso, der Tesla Roadster. Ja, genau, da hast du ein Auge drauf geworfen. Ja, der ist nur nicht in Deutschland, nicht habe ich den nirgendwo gesehen, aber der ist schon wunderschön und der würde mir sehr gut gefallen, und mal gucken, wenn ich so scharfe Häusle baue, oder sagt mein Freund immer, da muss ich noch ein bisschen dafür was tun. Aber der würde dir auch gut stehen, also wenn es dazu kommt. Der ist echt cool. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ich habe heute Morgen habe ich in einer Story gesehen, so pipapo, wir sind einfach Podcast-Charts Platz Nummer 3. Ich dachte mir so, krass, Sophia Thiel hat einen Podcast. Und dann habe ich auch direkt mal rein. Ja, musst du auch mal kommen. Wir haben jetzt gerade erst angefangen. Wir sind gleich bei Folge 3 jetzt dann auch. Hier, es geht um Brüste, habe ich gesehen. Da habe ich direkt mal draufgeklickt. Ja, 4 Brüste für ein Halleluja. Nee, so heißt es, ne? 4 Brüste für ein Halleluja. Okay. Und warum? Also für all diejenigen, die den Klassiker nicht kennen, 4 Fäuste für ein Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill, habe ich mir als Kind mit meinem Opa, meinem Papa angeschaut. Ein Klassiker. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so, ich mache einen Podcast? Also ich habe mir schon immer irgendwie drüber nachgedacht. Dann dachte ich mir, okay, jetzt gibt's ja mittlerweile irgendwie schon so viele und alleine weiß ich nicht so. Und dann habe ich den Schritt eigentlich nie so gewagt. Und dann kam die Anfrage von Paula, weil sie hat schon einen erfolgreichen Podcast. Und bei ihr geht es natürlich hauptsächlich um Sexualität und Liebe. Das ist so ihr Steckenpferd. Und dann haben sie mich angefragt, weil ich noch mal einen quasi machen wollte mit einer Partnerin. Und dann bin ich hier in den Kopf gekommen. Und dann musste ich nicht lange überlegen. Und dann haben wir natürlich erstmal eine Pilotfolge aufgenommen, die auch schon online gegangen ist, um zu sehen, wie wir überhaupt
viben. So, ob das überhaupt passt, haben wir peinliche Stillen, haben wir irgendwie Probleme, Themen zu finden, das war halt überhaupt nicht so. Ich spreche mit ihr, obwohl uns ja 20 Jahre voneinander trennen, spreche ich so wie mit einer besten Freundin, als ob wir uns schon seit Jahren kennen würden. Und es ist halt irgendwie ganz witzig, weil die Paula bringt dann eben quasi diese Themen so mit rein, wo ich halt ein kompletter Noob bin. Also ich war auch noch nie auf Tinder, ich finde es immer total spannend mit anzuhören. Wir bezeichnen uns ja auch, sie ist die wilde Tigerin im Liebesleben und ich bin der Beziehungspinguin. Und rutschen dann auch immer wieder so in Anekdoten ab. Also die letzte Folge, also die zweite, hieß jetzt überall nur Blut und Fett. Eigentlich mit dem Kernthema, wie viel Realität ist auf Social Media eigentlich? Und dann driftet sie halt ab in ihren Urlaub, wo sie bei einem Live-High-Angriff mit dabei war, der eine Robbe irgendwie in der Luft zerfleddert hat. Und komischerweise, ich weiß selbst jetzt irgendwie gerade nicht mehr, komme ich dann zu meinen Alkohol-Eskapaden in der Jungbauernschaft. Also wenn das keine Werbung ist, sich das Ganze mal reinzupfeifen. Wir verlinken das einfach mal in der Videobeschreibung. Jeder, der sich da jetzt angesprochen fühlt bei in der Luft zerfledderten Robben oder was war das? Ich frage mich gerade selber über das. Ja, und Sophias Alkohol-Eskapaden, da könnt ihr sehr gerne mal bei den Mädels vorbeischauen. Und das ist jetzt ein neues Projekt, aber ich weiß, dass du mittlerweile von dieser, ich bin einfach nur die Fitnessmaschine vor der Kamera, Sophia, dich irgendwie in den letzten Jahren auch total entwickelt hast. Also mittlerweile, wir haben uns auf dem OMR, Online Marketing Rockstars Festival getroffen, hatten sogar zusammen eine Keynote dort, ja, auf der Bühne und du selber dann aber auch nochmal, wo du wirklich dann mit so einem schönen, eleganten blauen Outfit. Das ist doch, wie du das betonen musst. Natürlich, das hat mich total beeindruckt. Also heute sitzt du locker lässig hier, aber da hast du dich richtig rausgeputzt und warst, also bist ja auch wirklich so zu so einer kleinen Businessfrau gewachsen. Also du hast dir das alles angeeignet, aber was würdest du sagen, was sind so geschäftlich so deine nächsten Steps oder was machst du jetzt aktuell? Also ich war danach ja auch noch auf dem Panel-Talk, wo es darum ging, irgendwie Influencer und eigene Produkte. Ich denke, also was ist daran sozusagen verwerflich? Der Markt bringt ja permanent Produkte auf den Markt, unabhängig von Influencern oder mit Influencern. Aber ich sehe es immer noch am besten irgendwie eigene, ich bin zwar offen für Partnerschaften, dass man wirklich sagt, man hat irgendwie einen starken Partner und geht wirklich die nächste Zeit miteinander. Also ich habe noch nie oder wenig kurzfristige Geschäftsbeziehungen so in dem Sinne gemacht, irgendwie so zeitweise. Und da versuche ich halt irgendwie so im Bereich Fashion quasi was, vielleicht eine Partnerschaft zu machen. Dann haben wir eigentlich, also es ist schwierig, jetzt irgendwie nicht zu verraten, aber wie gesagt, ich bin sehr daran interessiert, eigene Produkte quasi noch zu produzieren, wo nicht nur Sophia drauf ist, sondern auch Sophia drin ist und approved. Aber das zieht sich gerade alles sehr lange, das dauert die Prozesse von einem Jahr irgendwie mindestens. Deswegen muss ich noch warten, deswegen war jetzt so Podcast so das erste Ding, wo ich sage, so, das ist nächste, das ist erstmal so ein Kanal, wo ich mich zum ersten Mal offen und so frei wie noch nie irgendwie ausdrücken kann. Auch so lang wie selten, ne? Normalerweise, ja, ist es ja so ein bisschen komprimiert. Ja, und noch lockerer. Also so, ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich auf YouTube und auf Instagram und sobald eine Kamera an ist, dann bin ich ein bisschen zurückhaltender und versuche halt, das zu komprimieren oder keine Ahnung, aber so wie jetzt, auch eigentlich mit dir jetzt und auch im Podcast, so wie ich halt wirklich auch mit den Leuten im Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden spreche, das hat mir noch so gefehlt, weil dann kommen erst wirklich auch so Themen, vor allem mentale Gesundheit, kommen noch besser rüber. Und ja, es gibt ja so Fragen, die hast du einfach schon tausendmal genau so beantwortet und dann kriegst du da aber nochmal eine neue Tiefe. Und ich finde, ich bin total bei dir. Ich sehe es jetzt gerade in der Twitch-Bubble ist das total im Kommen. Da gibt es so einige Jungs, die selber Produkte auf den Markt bringen. Und ich finde das großartig, weil ich glaube, dass der Step von, dass du Werbung für etwas anderes machst, das ist okay, aber ein Produkt, wo Sophia nicht nur draufsteht, sondern sogar drin ist, so wie du es genannt hast, das stelle ich mir genial vor für deine Community. Und da ist zwar oft dieser Vorwurf, ja okay, du möchtest jetzt Geld verdienen, du machst es ja zum Geld verdienen und jetzt hast du ein Produkt draußen, weil es dir um Geld geht. Diese Vorwürfe wird es immer geben.
Nur die Alternative, dass du Werbung machst für etwas, was genauso viel kostet, nur halt nicht von dir ist, wo du gar keinen Einfluss darauf hast, wie das Produkt am Ende genau wird, das ist doch der viel schlechtere Deal. Nur daran haben wir uns in den letzten Jahren halt viel mehr gewöhnt, weißt du? Ja, voll. Also ich denke, das muss jeder für sich selber irgendwie so vereinbaren. Für mich war das halt irgendwie nie so eine Option, quasi jetzt krass Fremdprodukte zu promoten. Also ich habe immer geschaut, okay, es wäre halt cool, wenn es halt wirklich so von mir ist, und hat ja auch zum größten Teil geklappt, aber das zu unterstellen, dass ich was verkaufen möchte. Das Ding ist, manche Influencer, man merkt es ja auch manchmal gar nicht mehr, posten 5 Werbungen am Tag, also 5 Links ballern die rein, und weil man daran gewöhnt ist. Und man nimmt das einfach so auf und denkt sich, ja okay, Werbung, vielleicht möchte ich sehen, vielleicht nicht, weiterklicken. Und das Ding ist bei mir, meine Community kennt das halt von mir nicht so, und dann, wenn dann mal eine Werbung kommt, dann ist es gleich so prominent. Und das ist halt so, okay, ich möchte auch meine Community nicht mit Werbung zuballern, aber es wird halt schon, habe ich das Gefühl, mehr auseinandergenommen als bei manchen anderen Influencern, die halt dafür bekannt sind, dass jeden Tag mindestens 2 oder Werbung halt kommt. Und bei mir kommt halt dann irgendwie in der Woche vielleicht 2 maximal, damals zu meinen Zeiten, aber jetzt gerade momentan gar nicht. Also nur für Podcasts und so weiter und da. Ja, also ich finde an Werbung an sich nichts verwerflich, sofern das Produkt cool ist. Ja. Ich habe nicht mal die große Erwartungshaltung, dass ich selber dieses Produkt nutzen muss, aber ich möchte es zumindest mal gecheckt haben, dass es irgendwie geil ist, dass die Firma dahinter auch irgendwie safe ist, und dann ist es finanziell gesehen gerade in unserem Fall auch wichtig, so um eine gewisse Konstanz zu machen. Du weißt, ich habe es dir vornherein erzählt, dieses Format, wie wir es jetzt hier gerade aufnehmen, so, das ist komplett aus eigener Tasche. Ich glaube, im Nachgang werden wir uns dann auch wieder Gedanken machen, was wir vielleicht noch für einen Partner am Anfang des Videos reinholen. Das hat man dann wahrscheinlich jetzt schon gesehen oder eben auch nicht reinholen können. Dann ist das halt so, dass wir das alles erstmal aus eigener Tasche bezahlen. Ich denke halt schon so, okay, was macht denn überhaupt in der Sophia Thiel Welt Sinn? So zum Beispiel, was passt zu mir? Also ich denke, klar gibt es auch Influencer, die jetzt für Versicherungen und so weiter, das sind wahrscheinlich jetzt nicht, wo sie sagt, das sind jetzt aber super Finanzinfluencer, weil schon die dann, manchmal ist es halt nicht so der Perfect Match, aber ich versuche schon eigentlich, dass du dich für einen committest, weil du kannst jetzt nicht sagen, zum Beispiel, das ist der beste Proteinpulverhersteller. Ah nee, das ist aber viel besser. Und jetzt morgen ist es plötzlich der die besten Sachen macht. Das ist schwierig, da hast du echt recht. Ja. Und du gibst dir deinen Namen irgendwo her, du unterschreibst irgendwo, also so auch deine Signature, und dann verwässert so deine Kredibilität. Weil entweder sagst du, das sind die besten Sportklamotten, dann sind die das auch und du bist mit dem Partner. Oder es sind es halt nicht. Also ich glaube, da hat man vielleicht irgendwie 2, maximal 3 Chancen oder irgendwie so, weil dann, finde ich, wirkt man auch nicht mehr glaubwürdig. Ja, da muss man gut auf sich aufpassen. Ich bin auch ein Riesenfreund von langfristigen Geschichten. Einfach, da kannst du auch sehr gerne auf Geld verzichten, aber am Ende des Tages ist es halt, finde ich, viel geiler, wenn du auch die Leute auf der anderen Seite ein bisschen kennenlernst, weil da gibt es auch richtige Arschgeigen manchmal. Ja. Und dann bist du manchmal auch froh, wenn so ein Projekt dann durch ist und dann sagst du, never ever again, so. Und ich suche noch jemanden. Also wenn ihr da draußen irgendwie sagt, so, das hier ist ein cooles Format, so, wo ihr dauerhaft dabei seid. Nee, also dauerhaft gebe ich dir total recht, ist viel cooler, wenn du sagst, so, ey, einmal die Woche und die Leute wissen eh schon, da gibt's auch ein richtiges Bonding. Aber viel geiler ist es mit eigenen Produkten. Eine Frage, weil wir anfangs über geschätzte 4,4 Millionen geredet haben. Hast du so eine Summe, wo du sagst, so viel Geld möchte ich verdienen und dann höre ich auf damit? Oder hast du schon ausgesorgt? Nein. Nein, auf keinen Fall. Also das ist ja das, wo ich da gesagt hätte, dass ich an einem anderen Punkt heute stehen könnte, wenn ich nicht manche Fehlentscheidungen getroffen hätte. Und das Ding ist, ich habe jetzt keine Summe, wo ich sage, so viel muss ich verdienen und dann kann ich jetzt aufhören. Ich glaube, also was ich halt irgendwie so von Anfang an angestrebt habe, ist halt, keine Ahnung, jetzt habe ich den Begriff vergessen, aber wenn man quasi ein Vermögen schafft, was auch eine Generation noch hält. Also man sagt, man hat Kinder, quasi was für die reicht, oder dass ich sogar irgendwie meine Eltern mit quasi, dass die zum Arbeiten aufhören können. Also entweder du selbst bis an dein Lebensende plus
die Generation über dir oder die Generation nach dir? Weil ich nicht weiß, ob ich irgendwie Kinder bekomme oder irgendwann oder Familie mal gründe. Wie sieht es damit aus? Du weißt nicht, ob du das willst oder kannst? Ja, ich weiß nicht, da bin ich gecheckt worden, da ist kein Problem, aber ich weiß nicht, ob es sich entwickelt. Also bei mir ist es so, ich bin auch da, was es angeht, ich plane immer alles sehr genau. Und das geht aber manchmal nicht. Aber ich habe mir so im Kopf gesetzt, irgendwie wenn dann halt irgendwie mit irgendwie zwischen 30 und 35, finde ich eben ein gutes Alter. Und dann muss ich ja gucken, ob ich da bis dahin dann auch noch einen Partner habe. Und wenn ja, also weil ich mache das nicht alleine. Wenn, dann zieht man das zu zweit durch. Ist es ein Geheimnis, dass du gerade in einer Partnerschaft bist? Nein. Okay, gut. Mit Raphael, kennst du auch Raphael? Ja, klar. Aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ja, aber Namen wer weiß, sagt. Ich meine, das klang fast schon so, wer weiß, ob wir in 3 Jahren noch zusammen sind. Ja, nee, aber das, nein, das ist so, dass ich habe aufgehört, Dinge zu planen oder zu denken, dass es jetzt für immer und ewig ist, weil nichts ist für ewig. Leider. Und ich habe jetzt so viel schon irgendwie erlebt, wo ich jetzt irgendwie nicht jetzt quasi pessimistisch bin, aber ich denke halt irgendwie drüber nach, wer weiß, was kommt. So, ich lasse es halt einfach auf mich zukommen. Ich finde irgendwie, über 30 ist ein gutes Alter und da muss ich schauen, wo ich, an welchem Punkt ich stehe. Habt ihr schon mal drüber geredet so? Also hat er auch Bock auf Kinder oder hat keinen Bock auf Kinder? Oder? Ja, das Ding ist, also wir ziehen jetzt erstmal um, ja, also innerhalb Deutschland. Wohin auch immer. Genau, dann bleiben wir da erstmal. Aber wenn es nach ihm ginge, er möchte auch sein MBA machen und dann vielleicht im Ausland. Und ob ich damit ins Ausland mitkomme, ist ja dann die andere Sache. Ich würde irgendwie gern interessehalber im Ausland halt mal leben wollen, wegen der Erfahrung. Mhm. Aber beruflich kennst du es ja, ich pendle halt irgendwie die ganze Zeit zwischen Berlin, Hamburg, jetzt Köln und München. Und das ist dann halt irgendwie, wo ich mir denke, dann immer, sagen wir jetzt mal, wenn es wirklich krass kommt und er jetzt zum Beispiel in, wo war's, Philadelphia angenommen werden sollte, oder sagen wir mal Madrid, sagen wir was Näheres, dann ist ja das Hin- und Her-Gefahr ja auch für mich dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es für mich schwierig ist oder ob ich einfach das machen sollte. Ich kann dir da so eine Erfahrung aus meinem Leben mitgeben, also nicht aus meinem eigenen, weil ich teile den Gedanken total, mal im Ausland gelebt zu haben, ist eine total beneidenswerte Erfahrung. Ich habe nicht bei diesem Büro hier, sondern bei meinem vorherigen hatte ich Vermieter, ein Pärchen, Vanessa und Thomas, wenn die das sehen, die haben sich abgesetzt nach Malle. Okay. Und nicht Ballermann-Malle, sondern so richtig schön Malle. Ja. Wir haben auch dann mal so telefoniert, die haben mir so Fotos gezeigt und so. Also die haben es wirklich sich richtig schön gemacht und die eigene Firma auf Remote umgestellt. Sie hat sowieso so ein Online-Business und er hat so eine richtig coole mittelständige Firma und alles von Remote, von dort aus gemacht. Mhm. Und es gibt natürlich den Moment, wo du als Geschäftsführer dann trotzdem auch mal nach Deutschland musst und irgendwie vor Ort, weiß ich nicht, was unterschreiben oder zum Notar oder sonst was. Und deren Mindset fand ich ganz spannend, weil wenn die jetzt in München zum Beispiel leben würden, dann hätten sie länger nach Köln gebraucht, als dann einmal im Monat in den Flieger zu steigen, für 3-4 Tage alles zu machen, was hier zu tun ist, diese Termine alle abzuklappern und dann halt wieder zurückzufahren an diesen warmen, wunderschönen Ort. Die haben das gemacht während Corona, wo ich mir auch so dachte, so mutig. Wow. Mhm. Ja, mutig auf der einen Seite und smart auf der anderen Seite, weil sie haben, während wir alle im Lockdown saßen, auch im Lockdown gesessen, aber an einem der schönsten Orte überhaupt mit super geilem Wetter. Ja. So, und das vielleicht so für den Hinterkopf, du bist es gewohnt, aus München immer in die Republik zu fahren. Flieger machen es heutzutage möglich, innerhalb von Europa, innerhalb von einer halben Stunde, einer Stunde, anderthalb Stunden plus Anfahrt, bla bla bla, aber du kannst es halt gut timen. Ne? Es ist möglich, aber ich muss mal auch schauen, wie es bei mir alles irgendwie so beruflich auch entwickelt. Wie gesagt, ich kann es nicht planen, aber ich würde das gerne irgendwie auf meine Lebensbucketlist irgendwie abhaken können, dass ich sage, ich habe mal im Ausland gelebt und irgendwie auch dann war so dieses Gefühl auch, weil ich war jetzt auch mit meinem Freund irgendwie in Istanbul, in dieser Großstadt, und das ist irgendwie so, wenn du mal so richtig aufgeschmissen bist und irgendwie eine Sprache lernen musst und dich zurechtfinden musst, ich glaube, da wächst man halt enorm dran und deswegen jetzt erstmal in Deutschland umziehen, weil ich auch mein Radius vergrößern möchte, weil meine Familie ist so geboren, aufgewachsen, halt immer Rosenheim. So Radius Rosenheim München ist nicht so groß und jetzt soll der genau, muss man sagen, ist so wirklich Nachbarstadt vor Ort sozusagen, das ist alles. Ja, und jetzt einfach mal aus dem deutschen Süden einfach mal weg, raus, jetzt reicht's dann und da muss ich jetzt schauen, wie es entwickelt, weil wenn das ein MBA mache, ob ich da mitkomme oder nicht, ist das dann so die Frage. Okay,
Ja, also die Community kann sich natürlich jetzt überlegen, welche Großstadt es wird. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der einen guten Tipp hat für diese Auslandsnummer. Viele sagen halt auch, dass viele auch dann nach Deutschland irgendwie auch, also was habe ich mitbekommen, einfach dann wieder zurückkommen, weil sie dann geschätzt haben, wie es uns halt hier geht auch, klar. Aber ich denke mir, ich glaube, ich würde es vielleicht bereuen, wenn ich es nicht mache, einfach irgendwann. Naja, und es gibt halt auch noch den Faktor Liebe und Fernbeziehung. Ich selber, ich weiß, ich bin, glaube ich, kein Typ für eine Fernbeziehung. So, Könnte für mich auch schwierig werden. Ich bin so der 24-7-Beziehungstyp, ist auch nicht so einfach. 24-7 ist auch hart, da will ich mich jetzt auch nicht dazu zählen. Und trotzdem denke ich halt, jeder Einzelne in der Beziehung sollte aber sein Ding machen. Also es ist, glaube ich, nicht förderlich, wenn Rafa jetzt zum Beispiel für sich entscheidet, dir zuliebe nicht seinen Weg zu gehen. Ich glaube, das würde auf Dauer immer so im Hinterkopf sein, so, ja, ich habe ja ihr zuliebe dies oder jenes. Und dann habt ihr vielleicht in 20 Jahren und er denkt sich so, boah, wäre ich mal damals noch mein, was heißt das, NBA? NBA, ja. NBA? NBA, ja. Ich höre nur Basketball. Aber ja, hätte ich mal diesen Abschluss noch gemacht, so, dann würde ich wahrscheinlich besseres Geld verdienen und was auch immer. Und das bleibt halt in der Luft und das darf eigentlich nicht. Ne? Ja, nächstes Mal nehme ich ihn mit. Und dann therapierst du uns. Das kommt mir schon vor, du bist schon ein richtiger Beziehungstherapeut. Ganz genau. Finde ich gut. Das ist meine Mission. Bezüglich Kinder. Muss ich noch einmal zurück. Hast du da, wenn du sagst 30, 35, du weißt noch nicht genau, wie es auskommt, hast du denn dieses Bild von dir, weil du sagst, du bist eine Planerin, hast du dieses Bild von dir, dass du eines Tages dann mit so zwei, drei kleinen Sophias durch die Gegend läufst, so ihr, ne, du immer schick gekleidet, deine Mädels schick gekleidet, ihr. Wann bin ich schick gekleidet? Du bist schon immer so ein bisschen gestylt mit Haaren und Make-up. Also hast du so eine Vision oder dass ihr dann, du und Raphael dann einen großen Bauernhof habt oder gibt's so einen Zukunftstraum mit Kindern oder ist das gar nicht so präsent? Also Kinder, also ich sag mal so, ich habe verschiedene Phasen irgendwie durch. Ich habe, wo ich jetzt irgendwie damals in der Schule war, eigentlich auf keinen Fall Kinder. So geht gar nicht. Dann hatte ich mal eine Phase, da hatte ich voll, also auf jeden Fall Kinder. Und jetzt bin ich so, ich weiß es einfach nicht. Und ich sehe es ein bisschen so an meiner Schwester, die ist 9 Jahre älter als ich und die hätte jetzt irgendwie gerne Kinder, aber findet halt irgendwie nicht den richtigen Partner, wo ich mir denke, auch wenn ich dann den Wunsch hätte und bei mir läuft es einfach nicht in der Liebe, dann weiß ich nicht, ob ich erzwingen würde. Aber wenn man einen Partner hat, wo es einfach passt, dann ergibt sich das halt irgendwie in meinem Kopf dann natürlich. Also du würdest schon sagen, dass das Kinderkriegen für dich schon was mit dem richtigen Partner zusammen zu tun hat. Also du würdest jetzt nicht sagen, irgendwie ich mache das alleine und weiß nicht, du kannst ja heutzutage auch Samen einpflanzen lassen und dann kannst du auch sagen, ich mache das auf eigene Faust, also Samenspende und ich werde einfach nur Mama ohne einen Papa daneben. Nee, ich denk nicht. Und vor allem habe ich dann auch darüber nachgedacht, warum ich mal also Kinder haben wollen würde. Und das ist manchmal, glaube ich, nicht der richtige Grund. Zum Beispiel habe ich mal darüber nachgedacht, dass Kinder quasi, möchte ich das, um dem Partner noch näher zu sein, quasi als Ausdruck von Liebe. Aber möchte ich das wegen dem Partner dann Kinder haben? Wegen dieser Bindung? Oder, also das Resultat der Liebe? Oder wegen dem Kind? Mhm. Oder dann, meine Mama möchte unbedingt Oma werden. Also, und dann möchte ich nur ein Kind haben, weil wegen meinen Eltern, damit die Großeltern werden und ja viel von dem Kind haben, oder möchte ich es eigentlich selber? Also das habe ich mich dann immer gefragt, weswegen ich Kinder haben wollen würde. Und es war dann eigentlich entweder nur wegen den Gedanken, dass halt schön wäre, wenn meine Eltern Großeltern wären und als Ausdruck der Liebe von der Partnerschaft. Aber wegen des Kindes wegen, das konnte ich noch nicht beantworten. Krass. Also nochmal, ich wiederhole mich, aber sehr ehrlich. Weil das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Auseinandersetzung damit. Denn viele Frauen erleben den Druck, dass sie von der Gesellschaft irgendwie immer gepulst bekommen. So, okay, du bist jetzt im gebärfähigen Alter, was ja eigentlich schon als Minderjährige ist, irgendwie mit 13, 14. Aber spätestens, wenn du 30 bist, da solltest du ja langsam aber, ne? Also Sophia, so langsam aber sicher sollte man, das wird dann auch bei dir irgendwann kommen, dass irgendwie Freunde von der Familie von außen dann fragen, und ihr seid jetzt schon lange zusammen, wie sieht's denn aus? Aber das würde ich überhaupt nicht als Druck empfinden. Aber ich weiß, dass es vielen so geht, dass viele Mädels, Frauen sagen so, ja, also ich will keine Kinder und keiner kann das irgendwie akzeptieren. Alle wünschen sich das unbedingt von mir, aber ich habe jetzt nicht diesen dringenden Wunsch und habe mir vielleicht auch über die Gründe Gedanken gemacht und die sind nicht
ausreichend genug für mich. Ja, und wo ich mir auch denke, also vor allem jetzt, weil ich immer noch auch in therapeutischer Behandlung bin und immer noch mit der meiner Essstörung einfach klarkommen möchte. Und ich habe Angst, dass das Kind irgendwie auf eine Weise übernehmen könnte. Weil das Kind implementiert ja immer das Verhalten der Eltern irgendwo. Und das war so meine größte Angst, warum ich dann auch eigentlich in Therapie gegangen bin, dass meine Kinder irgendwann auch ein gestörtes Essverhalten aufbauen können, weil sie dann irgendwie sehen, ja, die Mama isst jetzt irgendwie keine Schokolade, warum isst die das jetzt nicht und warum dürfen wir jetzt essen und so weiter. Ich esse jetzt auch keine Schokolade mehr. Und da das sind nur so Kleinigkeiten, dass wenn oder wenn ich jetzt irgendwie ins Gym renne und so weiter, dass ich einfach ein gutes Vorbild sein möchte. Und da muss ich, glaube ich, mit mir selber erstmal im Reinen sein oder weiter irgendwie gesunden oder heilen, sage ich jetzt mal in dem Sinne, dass ich halt auch ein stabiles Vorbild sein kann. Krass. Also die allermeisten, glaube ich, erstmal ist es, glaube ich, so, dass 50% der Kinder Zufälle sind. Also jetzt nicht so, dass das Pärchen sagt, wir wollen jetzt Kinder kriegen und dann haben sie Sex und dann gibt es die Kinder, sondern die Hälfte von uns allen, also auch von uns allen hier im Raum und allen, die da jetzt gerade zuschauen, die ist halt so, ja, einfach durch Zufall so ein bisschen entstanden, mhm, aber sind jetzt da und das ist auch gut so. Und ich mache mir halt von dem her Gedanken drüber, dass ich sage, ich sehe da schon auch so einen gewissen Sinn des Lebens irgendwie für mich persönlich drin. Weil Kinder? Ja, genau, weil ich glaube, dass das eigene weiterzugeben, wo ich sehr, sehr von überzeugt bin, dass ich einen Prozess durchlaufen habe, so wo ich vor Jahren sicher auch noch nicht an dem Punkt war. Aber jetzt würde ich schon sagen, dass ich so vom Mindset her was weitergeben kann. Und man fühlt sich, glaube ich, nie ready dafür. Aber so in meiner, wenn ich mich als alter Leroy sehe, dann würde ich schon sagen, so ja, da sollten schon zwei Kinder, das ist so, glaube ich, so meine Traumvorstellung, zwei Kinder sind mir wichtig und ich würde es selber gar nicht unbedingt an diese Ehe für immer binden, so, das wäre schön, auf jeden Fall, hat super viele Vorteile. Wenn es am Ende dann doch nicht klappen sollte, dann ist es so, aber zumindest auch da findet man voll die cool, es gibt Patchwork-Situationen, die funktionieren so gut mittlerweile. Mhm. Also ich könnte es mir für mich persönlich gut vorstellen, irgendwann mal Kinder zu haben und plan das irgendwie so grob ein. Aber sag auch, jetzt mit 25 ist es mir noch zu früh und wahrscheinlich sagt 27. man das immer, ne? Ich bin 25. Du. Also, ja. Ja, ja, also jetzt ist mir irgendwie noch zu früh, weil ich mir auch denke, irgendwie, vor allem wenn ein Kind da ist, dann würde ich mich auch dann dem Kind irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, vieles für das Kind auch aufgeben wollen. Zum Beispiel, ich brauche jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Säugling zu Hause habe, jeden Tag ins Gym rennen und versuchen, den irgendwie abzugeben. Oder zu irgendwelchen Freaks nach Köln fahren, ne? Das ist auch... Zum Beispiel. Oder halt irgendwie eine Weltreise machen, weil ich irgendwie die Welt gerne sehen wollen würde. Und wenn das Kind da wäre, dann würde ich mich eigentlich schon eher sesshaft sehen und dann für das Kind da sein. Ich sehe uns dann eigentlich auch nicht so wirklich in der Großstadt, sondern mehr auf dem Land, weil ich das finde ich sehr wertvoll finde, wenn man irgendwie in der Natur auch aufwächst und da mit Freunden und ein bisschen im Dreck spielen kann und irgendwie das Leben offline genießt. Ich glaube, da bekommt man in der Großstadt einfach viel zu viele verschiedene Eindrücke. Und das wäre so meine Idealvorstellung. Und du merkst so, dass ich halt vieles irgendwie planen und kontrollieren möchte. Und dafür bin ich jetzt vielleicht auch, das hört sich vielleicht jetzt assi an, aber vielleicht noch zu egoistisch, weil ich reisen möchte, weil ich arbeiten möchte, also so auch jetzt, und ich kann mir schwer vorstellen, mein Kind auf den sozialen Medien zu zeigen. Das wäre dann eigentlich auch mein Versteckspiel dann irgendwo. Und weil ich ins Gym gehen möchte, ohne jetzt was, es wäre sogar bei meinem Hund, würde es mir leid tun bei mir, weil ich mir denke, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und das arme Tier ist jetzt entweder zu Hause oder muss man irgendwie arrangieren und das finde ich dann irgendwie, das möchte ich dann nicht demjenigen antun. Finde ich sehr, sehr geil. Das, also da sprichst du mir aus der Seele, weil du entschuldigst dich fast schon für diesen Egoismus. Ich glaube persönlich, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, ich glaube, wir sind in den allermeisten Dingen, die wir tun, sind wir irgendwie egoistisch. Wenn ich zum Beispiel, ich habe hier auf den Kölner Ring, das ist so die Hauptstraße, habe ich so ein paar Spots, wo ich weiß, okay, da haben Obdachlose ihre Matratzen und ich kenne die auch mit Namen und bleib immer mal stehen und quatsch mit denen so, ja. Und weiß mittlerweile so, der heißt, das ist der mit den Tauben so und die chillen immer mit dem und sie hat dann so ihre eigenen Problemchen, aber hat da ihre Matratze immer und ich weiß mittlerweile, dass
auch wenn ich da einfach stehen bleibe, ohne jetzt irgendwas von denen zu wollen, ich das, wenn du das komplett weiterdenkst, dann doch vielleicht tue, um mich, um dann einfach ein cooles Gefühl zu haben. So, ich filme das nicht, das ist nur für mich, aber ich weiß, wenn ich da jetzt stehen bleibe, habe ich ein gutes Gespräch gehabt, wenn ich mich mit dir treffe, habe ich ein gutes Gespräch gehabt, dann fühle ich mich irgendwie gut und das ist im Umkehrschluss dann auch wieder etwas, was ich ja für mich tue. Ja. Und ein Kind auf die Welt zu bringen, auch wie ich es gerade beschrieben habe, als mein Sinn des Lebens vielleicht, ist so gesehen auch, also du kannst es ja nicht für jemanden tun, der noch gar nicht da ist. So, also tust du es am Ende des Tages wahrscheinlich für dich. Und ich finde, das Beispiel mit den Tieren, mit den Haustieren, ist sehr treffend. Und ich glaube, ich habe selber kein Haustier, bin mit vielen Tieren aufgewachsen. Aber ich sag, also so, mein Opa zum Bauernhof, und da habe ich alles gehabt, von Ente, Pferd, Steinbock und so. Das war immer ein Traum. Ich habe auch immer noch den Traum, Hunde zu haben. Also ich liebe Hunde, also voll geil. Aber dann bräuchte ich irgendwie einen Lebensstil, dass der auch irgendwie immer mit dabei sein kann. Genau, und viele glaube ich, also wenn ich gerade an Köln denke, dann denke ich hier im Zentrum, ich weiß nicht, in München wird es auch so sein, in Großstädten im Zentrum, wo kaum Grünflächen sind und so, könnte ich das nicht übers Herz bringen, in meiner Bude einen Hund irgendwie den ganzen Tag zurückzulassen oder mit dem auf eine, wo überall alles asphaltiert ist und das eigentlich so ein Tier ist, wenn du das loslässt in die Natur und es rennt einfach mal eine halbe Stunde und springt irgendwelchen, wie heißen die, Schmetterlinge hinterher. Flying Uwe. Flying Uwe. Irgendwelche Flying Uwe sind hinterher. So. Das ist so die Grundnatur eines Hundes, glaube ich. Der muss irgendwelche Eichhörnchen sehen und so. Ja. Hey, die sehe ich hier in Köln nicht mehr. Ja. Der würde sich halt voll an mein Leben irgendwie anpassen und das wäre halt sehr egoistisch. Ja, oder fliegen oder jetzt auch irgendwie. Das ist ja auch ein unglaublicher Stress für das Tier. Und so. Mit dem Flugzeug unterwegs zu sein. Ja, genau. Also heute klar mit dem Zug, aber das ist halt irgendwie immer ein Hickhack dann. Und ich weiß gar nicht, ob das dann so egoistisch ist, weil du denkst ja an das Wohl des anderen oder des Tieres, denkst du ja eigentlich. Und versuchst es ja davor zu beschützen, weil den Lebensstil zu ändern, vor allem wenn du jetzt beruflich viel unterwegs bist, jetzt wie wir zum Beispiel, dann lässt sich das halt jetzt irgendwie ad hoc schwer ändern. Außer du sagst irgendwie wirklich, so, jetzt geht's irgendwie an Familiengründung. Bei mir ist eher kein Bauernhof, sondern eher ein Haus am See, damit ich da immer in der Früh Eisbaden gehen kann im Winter, also irgendwie ein Loch aufschlagen und dann aus der Haustür raus, Steg rein und so weiter. Und dann hast du da irgendwie, dann bist du so gesettelt. Ja. Und das ist für mich irgendwie dann irgendwann schon eine schöne Vorstellung, aber zum Beispiel Rafa sieht sich irgendwo in der Zukunft halt ganz anders. Also Rafa ist so voll der Großstadtmensch, er ist in Istanbul und Dubai aufgewachsen, er liebt so Skylines, das ist für ihn das geilste und absolute Großstadt, am liebsten nach Hongkong ziehen und so weiter. Und da driften halt unsere beiden Vorstellungen schon so ein bisschen auseinander. Mhm. Und das ist halt dann schon so, also ich habe bei einer Skyline, das ist für mich beeindruckend, aber ich habe noch nie gesagt so, wow, also diese da oben will ich wohnen. Genau, nee, so eine überwältigende Schönheit hatte ich zum Beispiel, wo ich in Kanada war, wenn du auf so einen Gebirgssee schaust. Also das sind Naturgewalten, wo ich sage, wow, so da geht mir das Herz auf und nicht bei einer Skyline. Ich muss genau irgendwie an der Schwelle von einer Großstadt, glaube ich, leben. Ich brauche schon dieses Leben. Mhm. Aber ich möchte in 5 Jahren auf jeden Fall nicht mehr in diesem Lauten, diesem Lärmenden. Ich wohne ja sehr zentral auch in der Stadt. Mhm. Dieses Pulsende und überall. Also jetzt gerade Mitte 20 ist es cool. So überall sind Partys und überall geht was ab. Feuerwehr fährt mal rum, kannst du gucken. So. Ja. Das ist alles aufregend noch. Aber ich glaube so in ein paar Jahren bin ich auch ready dafür, so an den Rand. Ich bin schon so ein richtiger Rheinländer, an den Rand von Köln oder so zu ziehen, bisschen außerhalb, wo man dann vielleicht auch einen See vor der Tür hat, das wäre wunderbar. Aber vor allem diese Ruhe, die du beschreibst, so für sich sein zu können, ja. Da sehe ich mich auch. Ja, Wahnsinn, jetzt haben wir noch so ein... Ja, es ist ein schwieriges Thema, also ich denke, da, wie gesagt, kann man nichts bis ins kleinste Detail warten oder planen, meine ich jetzt, aber auch so da, wenn du sagst, irgendwie, du möchtest Kinder, um vielleicht im Alter nicht alleine zu sein, das ist ja auch eine Art von Egoismus. Auf jeden Fall. Wo ich mir denke... Also ich habe kein Problem eigentlich damit, alleine zu sein. Wenn ich im Pflegefall bin, ist halt für andere Leute ätzend. Da muss man eine andere Lösung dafür finden. Ja, dann geh mal in die Schweiz. Musst du eine gute Altersvorsorge haben. Dann wird sich schon irgendwer um dich kümmern. Ich will nicht gepflegt werden. Okay, wie willst du das regeln? Schwierig. Also da musst du, wenn du das... Ich habe, glaube ich, damit jetzt genug gesagt, ja? Ganz schwierig. Ja, ich... Ganz schwierig, aber... Es ist ein neues Thema. Genau, es ist wieder Stoff für ein neues Thema. Ich finde auch persönlich, wir haben jetzt einen Blick in die Zukunft geworfen und das Ganze sehr rund gemacht. Ich würde aber trotzdem die Zuschauer
bitten, dass Sie gerne Fragen noch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, boah, Leroy, dazu sollst du mal Sophia fragen. Ich habe ihr das schon 1000 Mal auf Instagram geschrieben und sie hat mir nicht geantwortet. Ja. Freunde, ich habe das Glück, das Privileg, diese Dame mindestens einmal im Jahr irgendwie zu mir einladen zu können oder sie vielleicht auch mal besuchen ja, zu auch können. Ja, auch öfter, du meldest dich ja sonst nicht. Ja, es ist so. Ich melde mich nur, wenn ich was brauche. Ja, genau. Oh, das ist, so ist es. Nein, aber schreibt sehr gerne Fragen unten rein. Und vielleicht haben wir dann das nächste Mal ein anderes Thema. Wir haben uns heute voll auch um so gesellschaftliche, philosophische Sachen gekümmert. Ja. Finde ich aber mega cool. Das ganze Thema Tod finde ich auch sehr spannend. Da wird auch nicht drüber gesprochen. Wird nicht drüber gesprochen. Habe ich mich schon viel mit auseinandergesetzt. Lass uns das nächste Mal drüber reden. Mhm. Ist auch ein Deal. Schaut euch Sophia an, die habt ihr jetzt genug gesehen, hört euch den Podcast an. Finde ich, ist ein sehr cooles, neues Projekt und wir sind gespannt, was du dieses Jahr, nächstes Jahr noch auf die Beine stellst an Produkten. Ich kann dir das gleich mal zeigen, hier im Büro sind auch überall von all meinen Influencer-Freunden ganz viele Produkte. Mhm. Ich erwarte natürlich auch so ein XXL-Paket, ne? Mhm. So, das ist... Sowieso, ja. Kriegst du alles. Gut, nee, ja. Ich möchte es einmal auf Kamera haben, damit das klar ist. Super, dürfen wir uns eigentlich verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Sehr schön. Und Freunde, ihr schaut bei Sophia vorbei, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Großartig. Ja, cool. Sauber. Habt ihr gerne zugehört? Die beiden, ach, die können mich nicht mehr reden hören. Zum Glück warst du da. Das wär, sonst wär's langweilig. Ich habe mal ein paar Mal grinsen gesehen da. Ja, im Hintergrund. Vor allem mit Flying Uwe. Ja.